In der letzten Folge. Schlagerstar Julian David überwindet auf Bora Bora seine Angst vor wilden Tieren. Hammerhart, oder? Und die Perlentaucher Steffi und Alex verlieren die Fassung. Schön. Kapitän und Kreuzfahrtdirektor genießen eine alkoholfreie Bloody Mary. Sehr erfrischend. Spicy. Während die Künstlerchefin vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Die einzige Option wäre, dass du eine Show machst. Mitten auf dem Südpazifik. Nichts als strahlend blaues Wasser und die Grand Lady. Die Ruhe auf See spiegelt sich auch an Bord wieder. Der zweite Offizier Christian Baumann hält Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleis auf dem Laufenden. So, nichts Besonderes zu berichten, außer dass wir heute Nacht um 1 Uhr eine Insel passieren, Rose Island, die sehen wir auch. Keine Schiffe. Okay. Nur eine kleine Insel. Und wir haben den Fernsehgarten. Jawohl. Können wir ja genügend Rosen pflücken. Rosige Aussichten für die Passagiere. Einen wunderschönen guten Morgen, sehr verehrte Gäste. Heute ist Montag, der 1. Februar 2016. Es ist 10 Uhr. Große Dinge werfen ihre Schatten voraus. Und so findet heute um 16 Uhr an Bord von MS Atania der Fernsehgarten statt. Und wir möchten Sie dazu recht herzlich einladen, um 16 Uhr an die Copernicus Bar zu kommen. Noch 23 Stunden bis zur nächsten Südseeinsel Pago Pago, noch 8 Stunden bis zum großen Fernsehgarten mit Doppel-E. Kapitän Morten Hansen ist gut gelaunt. Klar, da schaue ich rein. Da gibt's, ich habe gehört, da gibt es gute Unterhaltung. So, vielleicht treffe ich die Andrea Berg oder die Helene Fischer, ich weiß nicht. Ich lasse mich überraschen heute Nachmittag. Auf dem Copernicus-Deck laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die künstlerische Leiterin Katrin Wiedmann ist Koordinatorin der Show und kreative Ideenstifterin. Immer wenn irgendwas das erste Mal passiert, dann gibt es unglaublich viel zu organisieren. Und um es dann am Ende jedem recht zu machen, dass es stattfinden muss, das ist letztendlich Aufgabe der Entertainment Manager. Und zum Glück sind wir zu dritt, zu viert ein großes und super Team und werden das super gut hinkriegen an dem Tag. Aber es ist gut, dass alle mitdenken. Das ist ganz rutschig da. Ja, ja, wir müssen den Pool ablassen und du wirst morgen halt nicht vollfüllen. Ist das ein Problem? Gehen hier viele Leute? Das ist die Frage, ob wir das dürfen überhaupt. Eine gute Deko ist auch nur die halbe Miete. Wir als Reiseleiterteam müssen uns überlegen, was für Spiele machen wir, wie ist die Programmdurchführung, der Ablauf. Und das ist schon eine ganze Menge, die da zu einem erfolgreichen Fernsehgarten zu beiträgt, ja. Erschwerte Bedingungen für Reiseleiter Moritz. Auf Bora Bora hat er gestern zu viel Sonne erwischt. Mit dem Sonnenbrand, den ich mir jetzt geholt habe, weiß ich nicht, ob es gut läuft. Es wird warm werden, das definitiv. Und auch bei den Spielchen, wo ich mich als Schweinchen verkleide oder auch beim anderen Spiel, muss ich mal schauen. Ich denke, ich werde es irgendwie über die Runde bekommen, weil es 10 bis 15 Minuten sein werden. Aber so ganz wohl ist mir dabei nicht mit dem Sonnenbrand. Auch Sänger Julian David hat sich gestern verbrannt. Aber seine Stimme macht ihm gerade noch größere Sorgen. Ich bin ein Perfektionist und bei mir muss dann, wenn eine Show ansteht, das auch alles gut sein. Und wenn dann die Stimme schlapp macht, ist das natürlich sehr, sehr ungünstig, weil ich möchte den Menschen eine perfekte Show bieten und nicht irgendwie mich durchmogeln und einfach eine Unzufriedenheit schaffen für mich selbst und für die Menschen. Das finde ich ganz unfair. Der Schlagersänger sollte heute Abend eigentlich seinen großen Auftritt haben. Aber eine Erkältung macht ihm seit Tagen zu schaffen. Die Show musste verschoben werden. Ich trinke den ganzen Tag heißes Wasser, ich esse Ingwer, ich lutsche Bonbons, aber es wird und wird und wird nicht besser. Und ich weiß nicht so genau, was ich noch tun soll. Das Konzert steht an, heute ist Fernsehgarten. Ja, keine Ahnung, ich bin echt am Rand der Verzweiflung. Ich weiß auch nicht. Küchenpraktikant Steven hat heute Geburtstag. Arbeiten muss er trotzdem. Ich gehe mal davon aus, dass es ein ganz normaler Arbeitstag wird auf dem Schiff hier. Ja, nichts Besonderes.
passiert. 21 Jahre ist der Koch nun jung. Thank you very much. Sous-Chefin Tamara sorgt für das Sahnehäubchen. So, also auch in unserem Namen alles Gute zum Geburtstag. Danke schön. Für den Rheinländer ist es der erste Geburtstag auf einem Schiff. Ja, auf jeden Fall bin ich überrascht. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass an mich so gedacht wird. Also ich freue mich darüber wirklich sehr. Und gerade wenn man das erste Mal von zu Hause weg ist, so lang, so weit, glaube ich, ist das schon so ein bisschen wie zu Hause, dann wenn man wenigstens einen Kuchen bekommt. Christian Baumann hat zwar nicht Geburtstag, aber trotzdem etwas Besonderes vor. Der zweite Offizier ist bei der Messung der Hauptmaschinen dabei. Im Kontrollraum wird der Druck der Zylinder überprüft. Der darf nicht höher als 170 Bar sein, sonst laufen die Motoren nicht richtig und die Grand Lady kann ihre Ziele nicht erreichen. Ich bin heute hier unten in der Maschine, weil ich mir einen monatlichen Test anschauen will, den ich ganz interessant finde. Und zwar wird heute jeder Zylinder der Hauptmaschinen getestet. Und zwar wird der Druck des Abgases getestet. Und falls da große Diskrepanzen sind, das werten wir später aus, werden gegebenenfalls die Hauptmaschinen, die Zylinder angepasst. Das heißt, der Sprit, die Spriteinspritzung wird dann feinjustiert, fein getuned sozusagen. Man kann sich das schon so ein bisschen vorstellen wie in einem Auto, allerdings nur in ganz anderen Dimensionen. Im Auto gibt es natürlich auch Zylinder, bei uns sehen die halt ein bisschen anders aus. Vor 2 Jahren hat die Grand Lady 4 neue Schiffsmotoren bekommen. Jeder einzelne davon hat 12 Zylinder. Ja, also hier auf der Übersicht, das ist eigentlich ganz interessant für mich, hat mir der Chief gerade gezeigt, wie hoch die Temperaturen in so einem Zylinder sind. Und hier sieht man das ganz gut. Das sind die Hauptmaschinen hier, das sind die verschiedenen Zylinder der Hauptmaschine. Also jede Hauptmaschine hat 12 Zylinder. Und ja, das sind fast 450 Grad Celsius, die da drin herrschen. Ganz schön heiß. Der Maschinenraum liegt tief unten im Schiffsbauch. Hier misst der erste Ingenieur Jerry Cachuela die Kompression. Der richtige Druck in den Zylindern und das Einspritzen von Kraftstoff führen zu einer Explosion. Dadurch bewegen sich die Zylinderkolben. Die Grand Lady bekommt die nötige Power und kann volle Kraft vorausfahren. Julian fehlt heute die Power in seiner Stimme. Seine Solo-Show für heute Abend musste er absagen. Aber er gibt nicht auf. Wenigstens beim Fernsehgarten möchte er die Kollegen nicht im Stich lassen. Teilst du deine Welt mit mir, als wären nur wir beide hier. Wir lassen die Welt nicht rein, die weite Welt nicht rein. Ein Augenblick, der bleibt. Ich bin in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen. Meine Mama hat schon immer gesungen, meine Oma singt sehr gerne, mein Bruder singt auch. Aber die machen das alle nur als Hobby. Ich bin das einzige schwarze Schaf, das es zum Beruf gewählt hat. Und die standen immer hinter mir. Das war so schön. Meine Mama hat mich mit 16 zu Hause ausziehen lassen, hat mich in die weite Welt ziehen lassen, damit ich studieren kann an der Musicalschule. Und ich hätte mir nie was anderes gewünscht. Er ist als Junge natürlich nicht ganz so gewöhnlich, dass du singst. Und in der Schule wirst du dann natürlich auch manchmal gehänselt. Aber ich habe immer beides ganz gut verbunden. Also ich war so ein Sportfreak, habe ganz viel Sport gemacht und gesungen. Das heißt, dann hat sich's ganz gut ausgeglichen. Und man ist lustigerweise auch, wenn man singt, auch immer so ein bisschen der Held bei den Mädchen. Also das darf man nicht unterschätzen. Also Jungs, ran ans Singen. Julian, bekannt aus dem Boxclub, will seit einem Jahr als Solokünstler die Schlagercharts stürmen. Ein Deck tiefer wird zum Schläger gegriffen. Die Passagiere Angie und Peter vertreiben sich die Zeit mit einer Partie Ping-Pong. Die Schiedsrichterin gibt Steffi. Es ist aber auch super heiß heute. 30 Grad im Schatten. Da kann man bei der Schlägerwahl schon mal schwarz sehen. Ich nehme den bösen Schwarzen. Ehrlich, ich auch. Ach so, ne? Das bayerische Flitterpaar bleibt am Ball. Die See ist ruhig und der Gewinner bekommt eine Massage vom Verlierer. Steffi ist es dafür zu heiß. Sie ist in Gedanken noch beim gestrigen Ausflug. Also ich merke, dass ich heute wieder wesentlich abgebaut habe und total kaputt bin. Kann natürlich auch an der Hitze liegen.
Ich glaube nicht, dass es am Ausflug liegt. Ich muss auch zugeben, dass ich nicht so gut geschlafen habe, weil gestern, das hat sehr viel in mir bewirkt und mich sehr stark inspiriert, noch in dem Gedanken, irgendwann auszuwandern. Und das hat mich nicht so gut schlafen lassen. Die beiden Münchner spielen sich im echten Leben seit 6 Jahren die Bälle zu. Eine Kreuzfahrt in die Südsee ist für beide Neuland. Gratuliere. Ich liebe dich trotzdem. So, fertig. Pause für Geburtstagskind Steven. Der junge Koch will unbedingt nach Hause telefonieren. Nach über 2 Wochen an Bord hat er sich schon gut eingelebt, aber am Geburtstag kommt Heimweh auf. Das ist auf jeden Fall mein erster Geburtstag, wo ich nicht zu Hause bin. Normalerweise ist bei uns dann immer wirklich Familienfeier, wo dann so 20, 30, ja, die ganze Familie dann halt zu Hause kommt, essen, was trinken. Hier an Bord, 16.000 Kilometer von zu Hause entfernt, fehlt ihm die Familie. Hallo? Ja, hallo? Hallo? Ist das Steven? Steven, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles, alles Gute. Dankeschön. Danke. Wie geht's dir? Gut soweit. Also, ja, doch. Ja. Geht das nicht so gut? Doch, mir geht's gut. Mir geht's gut hier. Ja. Ist halt alles neu hier. Mhm, ja, ist klar. Ja. Jetzt gibt's ja mal eine schnelle Bruno, gell? Ja, okay. Ja, das ist dann schon schwierig oder ja, man denkt halt, man würde gern zu Hause sein, aber ja, doch, das sind halt so Momente, wo man halt manchmal hat, es geht auch wieder vorbei. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Steven. Ja, danke schön, danke. Steven ist in Bad Dürkheim zu Hause. Dort lebt er mit seinen Eltern und der großen Schwester. Alles super hier, alles gut. Ja. Ja, ich geb dir die Mama wieder. Ja, danke. Wir vermissen dich. Ja, ich euch auch. Werde ich mich dann die Tage wieder melden. Ja, danke schön. Okay, bis dann. Ciao. Mhm. Tschüss. Und jetzt war das erste Mal, wo wir wieder telefoniert haben. War eigentlich ganz schön. Ja, doch. Nach 2,5 Monate sammelt er Erfahrungen auf dem Schiff. Dann geht es wieder nach Hause in die Pfalz. Zurück im Kontrollraum. Hier werden die Messungen ausgewertet. Der zweite Offizier ist beeindruckt von den Leistungen der Maschine und der Mitarbeiter. Ja, unten in der Maschine ist es ganz schön laut, ganz schön heiß vor allen Dingen. Gleich bei den Temperaturen außen ist es hier drinnen auch noch mal wärmer als normal. Und die Jungs da unten, die schwitzen ganz schön. Also wir haben ja jetzt nur was gemessen. Aber wenn man da unten richtig arbeiten muss, ich glaube, das geht schon ganz schön gut zur Sache. Ich fand es jetzt sehr interessant und bin richtig gespannt, was bei der Messung rauskommt. Die Zahlen auf dem Display haben mich schon sehr beeindruckt. Doch wichtiger ist, dass der Zylinderdruck stimmt. Sonst haben die Bordingenieure ein Problem. Wir schließen jetzt das Messgerät an den Computer an, um die Daten downzuladen. Und die Ingenieure haben hier unten auf ihrem Computer ein Programm, mit dem das dann grafisch dargestellt wird. Der erste Ingenieur Jerry Cachuela analysiert die Ergebnisse der Druckmessung. Die Länge der Balken entspricht den Abweichungen vom Normwert. Eine ganz interessante Auswertung hier. Ich habe heute ein bisschen was über die Maschine gelernt. Die Hauptmaschine, die wir jetzt getestet haben, die ist in Ordnung. Die maximale Diskrepanz vom Mittelwert bei 2 Zylindern liegt bei 3 bar. Und bis zu 15 bar ist das in Ordnung. Das heißt also, wenn aus dem Mittelwert eine Maschine über 15 bar rausschlägt, dann muss die, auf gut Deutsch gesagt, getuned werden, also wieder feinjustiert werden und eingestellt werden. Aber hier war jetzt alles gut, unsere Messungen waren auch erfolgreich und wieder was dazugelernt. War eine ganz interessante Sache heute. 6 Decks höher wird auf den Tischtennissieg angestoßen. Doch Kosmetikerin Steffi ist nicht zum Feiern zumute. Sie träumt von einem mutigen Schritt. Sachen packen und einfach weg. Angie und Peter kennen dieses Gefühl gut. Du hast immer mehr Gedanken zum Auswandern, oder? Ja, hatte ich schon vorher. Machen. Du bist jung, du hast Zeit, es läuft nichts davon. Ja. Ich bin auch nicht gebunden. Ne? Nee, ja, eben. Das inspiriert einen schon, ne? Aber das lässt dann natürlich auch. Das wühlt einen natürlich auch auf. Ne? Also ich konnte Steffis Gedanken über das Auswandern sehr gut nachvollziehen. Ich kann mich erinnern, ich war 30 und habe eine Freundin in die Staaten gezogen.
und habe da auch sehr mit mir gerungen, ob ich nicht rübergehen soll. Aber ja, Amerika war jetzt nicht so das Ziel. Und dann habe ich meinen Sohn gekriegt und dann ist Auswandern sowieso kein Thema mehr. Aber an ihrer Stelle würde ich es wirklich machen. Sie hat keine festen Bindungen hier und das ist der ideale Zeitpunkt. Und wenn man so Fernweh hat, sollte man das auch machen. Ich habe den Gedanken auch sehr früh schon gehabt. Und ich habe allerdings festgestellt, wir sind immer schon auf Reisen oder ich bin immer schon unterwegs gewesen. Ich habe bis jetzt noch keinen Ort gefunden, wo ich lieber gelebt hätte als in Bayern. Sonst war ich, glaube ich, auch schon ausgewandert. Aber bis jetzt muss ich sagen, nein, immer nur daheim ist daheim. Statt Laugenbrezen und Weißwurst gibt es in der Südsee heute Ananas, Guave und Melone. Gesund und ganz nach Julians Geschmack. Ja, Vitamine sind ja immer gut, gerade auch für die Stimme und plus den Sonnenbrand. Ich habe mich ja richtig verbrannt gestern beim Haie- und Rochenschwimmen. Und jetzt schaue ich mal, ob nur Vitamine helfen oder vielleicht gibt es ja sogar ein bisschen Quark. Das soll ja helfen, Hausmutterrezept. Hoffentlich hat Julians Mama recht und Sous-Chefin Tamara Lust auf Sonderwünsche. Tamara, hi. Na, alles gut? Alles wunderbar. Sehr gut. Geht's dir? Ja, besser. Jetzt ein paar Vitamine für die Stimme wären, glaube ich, ganz gut. Was magst du haben? Gerne Ananas und das Wassermelone auch gerne. Magst du ein bisschen Guave haben? Gerne auch. Obst ist zwar gesund, hilft aber nicht gegen Sonnenbrand. Zwischen den Vitaminen für die Stimme gibt es noch eine viel wichtigere Frage. Und zwar habe ich mich gestern richtig verbrannt beim Schwimmen mit den Haien. Und der Moritz und die Cori auch. Und vielleicht hast du ja ein bisschen Quark. Ich habe gehört, es soll helfen. Ich habe ein bisschen Quark. Wo soll ich hinten hinschicken? Auf die Kabine wäre super. Schicke ich hoch. Du bist ein Traum. Danke. Kann ich denn sowas für dich tun? Ne, das war's. Ich danke dir. Dann berichte ich, wie es läuft. Danke dir. Vielen Dank, Tamara. Schönen Dank noch. Ciao. Also selbstverständlich kann es schon mal passieren, dass wir ein paar extra Würstel haben oder halt irgendwie Sonderwünsche, die wir erfüllen müssen, wie zum Beispiel jetzt gerade eben der Quark. Oder halt manchmal möchte man Schnitzel oder irgendwelche ganz ausgefallenen Sachen, die wir selber noch nie gehört haben, so von wegen Hausmedizin. Und selbstverständlich, solange ich es da habe, werden wir das natürlich auch versuchen zu erfüllen. Währenddessen probt Künstlerchefin Katrin Wiedmann in der Atlantik Lounge. Generalprobe für die Musical-Show heute Abend, mit der sie kurzfristig für Julian einspringt. Ja, mach mal. Ein bisschen leiser die Musik auf dem Monitor. Das Lied ist sehr laut. Und wir machen das ganze Lied leiser? Ja, wir machen das ganze Lied leiser. Ich bin wirklich sehr aufgeregt. Also ich möchte fast sagen, ich habe ein bisschen Angst, weil ich das Programm noch nie gemacht habe. Das ist jetzt ganz spontan aus dem Boden gestampft. Klar habe ich die Lieder alle irgendwann mal gesungen, das ist aber teilweise schon 10 Jahre her. Ich war einfach gar nicht drauf eingestellt. Und sowas passiert natürlich immer, dass jemand krank wird und dann helfen wir uns auch. Katrin Wiedmann hat eine Musical-Ausbildung und singt und tanzt, seit sie 15 ist. Aber bei nur einem Tag Vorbereitung kommt auch ein Profi an seine Grenzen. Ich schlafe im Schnitt 5 Stunden und das die letzten 5 Wochen schon. Da fühlt man sich auch irgendwie so ein bisschen auch. Also die Stimme ist irgendwie da, aber halt nicht so, wie ich es kenne. Also ich bin jetzt mal sehr gespannt, was da heute Abend passiert. Lampenfieber bei der Künstlerchefin und Gewissensbisse bei Julian. Der Sänger weiß Katrins Hilfe sehr zu schätzen und bedankt sich bei ihren Eltern, die sich zusammen mit Freunden der Familie um Leo kümmern, während Mama und Papa arbeiten. Und ich bin ja so froh, dass eure Tochter heute für mich das Konzert übernimmt, weil bei mir wäre es nicht gegangen und da muss ich ihr noch 1000 Pralinen schicken heute. Weil das ist schon der Wahnsinn. 1000 Rosen, 1000 Pralinen, 1000 Füße, das ist ja, ganz gut. Kriegt sie alles. Mhm. Kriegt sie alles. Das ist echt. Ja, das ist immer nett. So eine ambivalente Sache. Auf der einen Seite natürlich, Katrin ist unendlich hilfsbereit und sie gibt ihr das letzte Hemd, aber es ist immer auf Kosten von ihm. Gell? Und jetzt hat sie schon mehreres umtauschen müssen, die Termine, kein Termin hat gepasst, alles so schnell aus dem Handgelenk geschüttelt, auch die französische Show wurde plötzlich vorverlegt. Es ist jetzt schon wieder ganz arg viel. Sie macht es gerne für dich, das weiß ich. Ja, jetzt habe ich noch ein schlechteres Gewissen. Na, sie wird es auch professionell und sie wird es auch sehr gut machen, aber es ist halt ein Kräfteverschleiß. Das macht es für Julian nicht gerade leichter. Miss Auckland unterstützt das Babysitter-Team, die kleine Schiffsfamilie. Auf Deck 4 nutzen die Schreiner die ausflugsfreie Zeit für Reparaturen.
Während der Seetage bleiben die Tenderboote an Bord und werden auf Vordermann gebracht. Praktikantin Isabel packt mit an. Ja, wir wollten jetzt anfangen, ein Tenderboot was zu reparieren. Dafür brauchen wir halt auch Strom. Und jetzt haben die ersten zwei Starkstromsteckdosen hier erstmal nicht funktioniert, weil es jetzt auch noch ein elektronisches Problem gab, das erst geregelt werden muss. Und jetzt müssen wir uns eine andere Anschlussstelle suchen, um dann das Kabel zu verlegen, dass wir endlich anfangen können, am Tender zu reparieren. 13 Rettungsboote für jeweils 60 Passagiere sind an der Grand Lady befestigt. Regelmäßige Wartung ist ein Muss. Doch die verläuft nicht immer reibungslos. Ja, ist jetzt ein Problem. Die Steckdose, die wir gefunden haben, die funktioniert. Die ist so gelegen, dass wir die Kabel über den Passagierbereich legen müssen. Also da ist ein Ausgang und da muss das Kabel dann vorbei. Und deswegen muss man das mit dem Safety abklären, ob wir das so legen dürfen oder ob das zu gefährlich ist für die Passagiere, wenn da dann Kabel sind. Die Kabel können erst verlegt werden, wenn der Sicherheitsoffizier sein Okay gibt. Die 25-Jährige ist erst seit 2 Wochen an Bord. Aber Isabel versteht ihr Handwerk und ist dem Schreinerteam eine große Hilfe. Cori und Moritz haben gestern zu viel Südseesonne abbekommen und folgen Julians Einladung in die Quarkmaske. Muss es sein, ne? Ja, ich glaube schon. Ach ja, ich höre ihn schon. Ja, okay. Hallo. Hi. Hallo, ihr zwei. Da sind wir. Wie geht's dem Sonnenbrand? Wie geht's deinem so? Schlimm, deswegen ja, haben wir Quark besorgt. Das schmieren wir uns jetzt auf den Körper. Komm. Ja, komm. Hoffentlich. Hilft ja alles nichts. Nee, hoffentlich hilft's. Der hohe Wasseranteil im Quark soll die Regeneration der Haut vorantreiben und gleichzeitig kühlen. Das ist zumindest die Theorie. Ich bin sehr gespannt. Wo brennt es denn am meisten bei dir zum Beispiel? Also das Gesicht ist schon auch mit dabei, ganz ist vorne. Ist ganz vorne mit dabei? Ist schon dabei. Darf ich dir ins Gesicht patschen? Ja, Mama. Okay, pass auf. Also oh, bestimmt da oben, auch gut ja, für die ist aber auch. Ganz gentlemanlike lassen die Männer Cori beim Quark-Experiment den Vortritt. Der Spaßfaktor ist ziemlich hoch. Beim Heilfaktor bleibt das Trio skeptisch. Ist die weiße Maske ein Wundermittel oder doch nur Quark? Ja, woher kommt denn dieser Tipp mit dem Quark eigentlich? Das ist so ein Gerücht, so ein Hausmütterchen-Rezept. Keiner weiß, ob das eigentlich wirklich stimmt. Die beste Medizin gegen Sonnenbrand bleibt immer noch gut eincremen und die Sonne meiden. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so einen Sonnenbrand gehabt. Diese 8 Stunden gestern auf dem Boot, das war, hat mir den Rest gegeben. Dabei war ich ja sogar schon ganz gut vorgebräunt und hab gedacht, komm, schmierst dich noch ein bisschen mit Sex. mit Tanning Oil ein. Ist ja keine gute Idee. Aber ich kann dich beruhigen, auch ohne Tanning Oil hast haben wir Sonnenbrand. Ist richtig. Aber das ist, ja, sag jetzt nicht nur daran. Wie heißt das so schön? Geteiltes Leid, ne? Ja, ist dreifaches Leid. Richtig. Genau. Katrin Wiedmann muss heute das Abendprogramm retten. Jetzt fehlt noch das richtige Outfit. Die Künstlerchefin weiß, worauf es im Team ankommt. Wenn es jemandem schlecht geht, versuchen wir so viel zu ändern, dass man jetzt nicht mit 40 Fieber auf die Bühne geht oder eben wie jetzt Julian ohne Stimme. Das geht natürlich nicht. Da kannst du keine Show machen. Ja? Und dann müssen die anderen halt ran. Und so hilft aber jeder mal jedem. Und das, am Ende des Jahres gleicht sich's immer aus. Der Profi bleibt tapfer. Doch die 16-Stunden-Tage hinterlassen Spuren. Ich glaube, das wird nie passieren, dass ich sage, ich kann nicht mehr. Es wird einfach so sein. Es wird dann einfach passieren, dass ich auf der Bühne stehe und es kommt kein Ton mehr raus. Oder dass ich dann in der Probe einfach zusammenklappe. Also ich glaube, ich bin da immer ein bisschen später dran als mein Körper mit dem Kopf. Also mein Körper sagt dann früher, das geht nicht mehr. Und dann muss ich halt irgendwann auch sagen, gut, jetzt ist mal Schluss. Aber von mir aus, dass ich sage, das geht nicht, solange ich irgendwie noch stehe und atme, geht's weiter. Und am Abend wird da eine Show sein. Während die Mama das Abendprogramm auf die Beine stellt, kümmern sich jetzt Babs und Helmut um Leo. Die beiden sind gute Freunde der Familie und Leos Pateneltern. Hallo. So. So, was möchtest du denn trinken? Ein Babychino. Ich hätte gerne einen Cappuccino, bitte. Und einen Kaffee, bitte. Das gemeinsame Kaffeestündchen ist ein Ritual. Hast du heute schon Babychino gehabt? Nein. Nein? Wo ist der Mann? Der ist jetzt um die Ecke gegangen und macht den Babychino und für mich einen Cappuccino und für den Onkel Helmut einen Kaffee. Babs und Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleis haben gemeinsam die Schulbank gedrückt. Inzwischen wohnen die beiden Familien unter einem Dach. Ja, also wir kennen ja Leo von seiner Geburt an.
Weil wir ja zusammen in einem Haus wohnen, quasi wie eine große WG. Natürlich, mit jeder hat seine eigene Wohnung, aber die Türen sind einfach offen. Und Leo ist im Prinzip so ein bisschen auch groß geworden hier auf dem Schiff. Er hat hier laufen gelernt auf der Atania, vor der Show-Lounge, kurz vor seinem Geburtstag. Und von daher ist er das Leben hier auch gewohnt. Und für uns ändert sich im Prinzip mit der Betreuung eigentlich nicht allzu viel, außer dass man halt hier ja, permanent aufpassen muss, dass er nicht irgendwo gegenläuft oder irgendwie so, oder wenn Wellengang ist. Aber ansonsten ist das eigentlich ziemlich identisch mit der Situation zu Hause. Für den Kreuzfahrtdirektor und die Künstlerchefin eine große Unterstützung an Land und auf dem Wasser. Hallo. Hallo. Oh. Teil. Vorsicht, heiß. Kein Salzgang. Salzgang im Moment. Was hat der Mann? Er hat gesagt, einen kleinen Moment, dann kommen die Salzstangen. Babs kann die Situation ihrer Freundin und Mitbewohnerin Katrin gut verstehen. Doppelbelastung ist auch für sie kein Fremdwort. Ich habe eine erwachsene Tochter, war natürlich auch berufstätig, habe studiert zu dem Zeitpunkt. Und von daher war das schon eine ganz andere Situation. Das heißt, man musste halt auch immer gucken, wie kriegt man alles organisiert und so. Und ja, das habe ich jetzt einfach alles nicht mehr. Das heißt, ich habe wirklich so viel Zeit, mich auf ihn einzulassen. Und das macht es natürlich toll. Auch für den jungen Matrosen. Bis Auckland hat er Groß- und Pateneltern um sich. Währenddessen in der Quarkmaske. Die drei Sonnenverbrannten warten auf Linderung. Doch zu lange sollten sie nicht warten. Also der erste Moment mit dem Quark hat sich sehr, sehr erfrischend angefühlt. Da dachte ich, oh, das tut gut. Aber mit jeder Minute lässt die Wirkung nach. Und du denkst eigentlich nur noch, warum habe ich Quark auf dem Rücken? Warum habe ich eigentlich Quark auf dem Rücken? Und findet ihr nicht, dass wenn es eintrocknet, ja, also, dass das auch noch mehr wehtut als vorher? Kann man so machen, ne? Für die Idee mit dem Quark natürlich hervorragend. Nee, es war mal ein Versuch wert, aber es ist tatsächlich, wie Moritz sagt, den ersten Moment, der ist super. Aber den nächsten Moment denkst du dir, jo, also, warum? Weil es fängt wirklich auch an zu riechen und es ist nicht so. Und wenn es trocknet, wird es auch irgendwie, die Haut spannt sehr durch den Quark. Und ich freue mich jetzt, wenn wir es nach gefühlten 8 Stunden dann auch runternehmen. Wir wissen immer noch nicht wie, oder? Oder hat sich jemand Gedanken gemacht? Können wir bei der Dusche gehen? Vielleicht löst das ja den Quark. Das Problem mit dem Sonnenbrand aber bestimmt nicht. 3 Decks tiefe haben die Schreiner inzwischen Strom. Die Reparaturen können endlich starten. Isabelle erklimmt das Tenderboot. Die Eingangsstufe ist beschädigt, deswegen wird die jetzt repariert, damit die Leute wieder sicher an Land gebracht werden können beim Tenderbetrieb. Der Eingangsbereich darf nicht zur Stolperfalle werden, sonst wird es vor allem bei Wellengang für die Passagiere gefährlich. Now from all behind. Die Praktikantin hat einen Blick fürs Wesentliche und ist gut im Team angekommen. Ja, also ich habe schon gelernt, wie man so mit den Maschinen umgeht und so. Und wenn die hier dann manche Sachen verwenden, die sie vielleicht nicht so oft verwenden, kann ich schon auch mal helfen und sagen und zeigen, wie das dann funktioniert. Ich glaube, dann finden die es schon auch gut, dass ich da bin und helfe und assistiere. Noch 8 Wochen hilft Isabelle in der Schiffsschreinerei aus. Noch 1 Stunde bis zum Fernsehgarten. Während jetzt die Passagiere in der Sonne brutzeln, fängt für die Entertainment-Crew die heiße Phase an. Auch bei 30 Grad im Schatten muss geprobt werden. Wenn denn die Stimme mitmacht. Hallo, liebe Cori. Das hast du aber schön gemacht hier. Ja, grüß dich. Na? Hallo, ja. Ich habe zum Schutz auch hier eine Lederjacke mitgebracht, ja, heute, gut, die ich auch gleich anziehen du werde. Du wirst schwitzen wie ein Schwein, aber ja, ist wie ja dieses gut. Schaf damals. Okay. Verrückt. Ist das die Bühne? Das wird die Bühne sein, aber du kannst ja auch da rumlaufen, weißt du? Also okay. Vor allen Dingen ins Wasser, aber lauf rum. Alles klar, warte. Und die Leute sind überall, oder? Ja. Schätze ich stark? Okay. Ja, ich frage mich jetzt, wie das gleich wird mit dem Soundcheck und mit der Stimme. Und ich möchte ja unbedingt den Leuten eine Freude bereiten und nicht irgendwie als der Sänger gelten, der den Soundcheck auch nicht richtig machen konnte, weil er mit der Stimme nicht zurechtkommt. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt noch eine Hoffnung. Der sitzt ganz da oben, der liebe Gott. Und schauen wir mal. Also ich mach einfach mal.
So, Meister, hier ist dein Werkzeug. Ja, endlich. Bitte schön. So. Hier, endlich. Ich fühle mich gleich besser. Ja. Schau mal, wie die Jacke schon abfärbt. Das ist so heiß, dass sie einfach jetzt schon auf der Haut ist. Gut. Okay. Können wir schon mal. Alles ein bisschen langsamer. Ich fühl immer noch wie damals. Noch genauso. Du Idiot. Yeah, unser Duett für die Show. Du hast es schon drauf. Nur eine Oktave höher ungefähr. Ja, gefühlt. Dank der lieben Michelle. Nach der Generalprobe für ihre Musical-Show steht auch Katrin Wiedmann auf der Fernsehgartenmatte und schmilzt dahin. Es ist wahnsinnig heiß. Also ich glaube, das ist heute der heißeste Tag ever, den es jemals auf dieser Erde gab. Es fühlt sich an, als wären 50 Grad. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe auch schon überlegt, was wir machen können. Riesenventilatoren aufstellen, alle Reiseleiter zum Pusten da oben hinstellen. Ich weiß es nicht. Ja, wir werden sehen. Hoffentlich geht Julian die Puste nicht aus. Jetzt hilft nur noch eines, Augen zu und durch. Ja, es ist sehr, schauen wir gleich mal, wie es geht. Boah, die Schwitze sind krass. Die ist jetzt schon sehr dumpf, die Musik. Geht das noch, dass die Musik ein bisschen undumpfer klingt? Dann nehmen wir da etwas raus. Das kriegen wir dann schon noch gebacken. Ja. Ich habe besiegt, es ist geschafft. Die Stadt erstrahlt und glänzt im Regen. Ich fühle den Beat, der süchtig macht. Und weiß genau, so klingt das Leben. Am Ende des Tages ist am Anfang der Nacht. Ich spür, wie mein Herz schlägt und das Fieber. Das fühlt sich nicht gut an. Also ich schwitze nicht nur wegen der Hitze, sondern auch, weil ich richtig, richtig nervös bin und hoffe gleich, dass das funktionieren wird. Weil so sich blamieren wäre auch nicht so schick hier. Und deswegen, also es muss irgendwie gehen. Und es ging bisher immer, wenn sie musste, hat sie mal funktioniert. Gerade beim Soundcheck hat sie mich ein bisschen verlassen. Ich bin gespannt. Nervosität gibt es bei Isabel nicht. Die 25-jährige Schreinerin weiß, zu ihrem Job gehören Geduld und Fingerspitzengefühl. Wir lösen jetzt die Schrauben, wo der Fender, also das Gummi außen, befestigt ist. Und das halt einmal auf der ganzen Länge, um den dann abnehmen zu können. Stop, gun. Enough? Ja, enough. Coming out. Die wenigsten Arbeiten kann man eigentlich allein machen. Man braucht immer irgendwie eine helfende Hand. Aber in dem Team klappt es echt super. Also mit denen zusammenzuarbeiten ist echt klasse. Und die sagen einem dann immer was und wo und erklären mir auch immer warum. Und das finde ich schon ganz gut, weil so lernt man dann auch am meisten bei der Arbeit. Und lernen kann Isabel hier noch viel. Denn die Arbeiten an Bord gehen über das klassische Schreinern an Land weit hinaus. Also wir verstärken das jetzt und bauen es dann soweit wieder zusammen und ersetzen natürlich alle Teile, die kaputt gegangen sind. Und ja, dauert ein paar Stunden noch, müssen uns natürlich auch immer beeilen, damit man es dann noch säubern kann und wieder in Betrieb nehmen kann. Ja, und deswegen halten wir uns jetzt ran. Denn im nächsten Südseehafen Pago Pago muss das Boot wieder einsatzbereit sein. 5 Decks tiefer an der Rezeption. Hotelpraktikantin Laura muss jeden einzelnen Schlüssel zählen und notieren. Alle 2 Monate findet auf der Grand Lady eine Schlüsselinventur statt. Rezeptionist Marian kennt die Prozedur. Der erste Teil deiner Aufgabe besteht darin, einmal die Schlüssel, die wir jetzt hier haben, hier reinzusortieren. Der zweite Teil deiner Aufgabe wird sein, einmal eine komplette Inventur zu erfassen, wie viele Schlüssel wir für welche Kabine haben. Ich denke, das ist nicht so schwierig. Nee. Wir müssen einfach sicher sein, dass wir zu jeder Kabine auch die passenden Schlüssel haben. Ansonsten wirkt sich das schlecht auf den Gast auf. Das Schlimmste, was natürlich passiert ist, der Gast kommt nach einem 32-Stunden-Flug hier an, kommt an die Rezeption und hat keinen Schlüssel. Das ist schon mal das Blödeste, was passieren kann. Von daher müssen wir ein ziemliches Auge drauf haben. Was aussieht wie Dominosteine, sind Schlüsselkarten. Der Zugang zu über 600 Passagierkabinen. Das ist halt auch sehr nervig, weil die Zahlen auf dem Kopf stehen. Und manchmal sind die jetzt nicht direkt genauso angeordnet. Ja, aber am meisten stört es mich, dass ich so schauen muss, um durchzublicken. Ja, ich bin die Neue hier und dann muss ich durch. Herr der Gemeinde, muss jeder mal durch.
Lehrjahre sind keine Herrenjahre, aber manchmal der Schlüssel zum Erfolg. Ein Schlüsselmoment für die Grand Lady. In der Copernicus Bar startet der erste Fernsehgarten in der Schiffsgeschichte. Die Stimme hält. Das Publikum ist hin und weg. Julian heizt ein. Und Geburtstagskind Steven durfte seine Küchenuniform gegen ein Hawaii-Hemd tauschen. Auf jeden Fall ist es schon toll, so ein Event heute zu haben. Das ist besser, wie jetzt den ganzen Tag nur in der Küche zu stehen. So hat man doch trotzdem ein bisschen Party-Feeling, ein bisschen Stimmung. Und es ist, finde ich, ganz cool so, dass es gerade auf das Datum gefallen ist. Finde ich eigentlich ganz klasse. Und dann... Steven, kommst du mal zu mir nach vorne? Einen kleinen Applaus für den Steven. Er hat Geburtstag. Yes! Steven, komm zu uns. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Steven. Happy Birthday to you. Es wird jetzt schon langsam zum besonderen Geburtstag hier auf dem Schiff, weil ich so heute Morgen niemals gedacht hätte. Es war schon toll, ein tolles Gefühl. Sechs Decks tiefer geht's weiter mit Sortieren nach Zahlen. So, wollen wir weitermachen? Ja. Ich habe dir hier eine Liste mitgebracht mit allen Kabinen, die wir an Bord haben. Das sind die Kabinen, wie du hier siehst. So, was ich jetzt von dir möchte einfach, dass du durch jedes Fach gehst und guckst, wie viele Schlüssel sind da. 2200, 1, 2, 3 Schlüssel. Und wenn 2201 ist, ist zum Beispiel keine da, dann schreibe ich nichts dran oder eine 0? Dann schreibst du, am besten eine 0 rein. Ja, okay. 2212, 1, 2, 3, Post. Mhm. Sind 14 fehlt. Ach, 13 gibt's nicht. Zufall oder Schicksal? Laura stolpert über den fehlenden Schlüssel. Hier steht gleich nach der 12 die 14, also denke ich mal, dass es 13 nicht gibt, oder? Das ist richtig. Warum gibt es die? Weil das eine Unglückszahl ist. Genau. Steckt auch heutzutage immer noch so ein bisschen Aberglaube drin. Es gibt keine 13. Kabine, es gibt auch kein 13. Deck, es gibt auch kein 13. Rettungsboot. Mhm, gut. Okay, dann ist es 10, 11, 12, 14, 15. Ja, es gibt schon, ich glaube, wie in allen anderen Schiffen auch auf diesem Schiff, einige Geschichten zum Thema Aberglaube. Und zwar habe ich mal von Crew gehört, dass hier nachts irgendwo ein Geist durch die Gegend schwirren soll. Aber ich habe jetzt 2 Monate lang Nachtschicht gemacht jeden Tag. Ich habe nie einen Geist gesehen, der da nachts irgendwie durch die Gegend geschwirrt ist. Ich habe auch keine Angst gehabt. Und es ist einfach, wo viele Menschen, gerade mit verschiedenen Kulturen, Religionen, verschiedenen Glaubensrichtungen, da entstehen auch viele, viele Gerüchte. Kein Schiffsgeist auf der Grand Lady. Aber eisige Delfingestalten. Jedes Department hat sich für den Fernsehgarten etwas einfallen lassen. Und die Küchencrew hat dafür 120 Kilo Eis an Deck geschleppt. Für die Dekoration an Bord werden alle 2 Wochen 15 solcher Eisskulpturen geschnitzt. Passagier Alex zieht den Hut. Das ist echt Wahnsinn. Also dieses räumliche Vorstellungsvermögen, ich hätte es nicht. Wenn ich drauf rumhämmern würde, das würde alles und nichts sein. Aber Respekt. Weiter geht's mit Runde 2. Schlappen werfen auf Schweinchen Moritz. Der Reiseleiter hat Schwein, die Trefferquote ist gering. Auch Kapitän Hansen lässt sich bespaßen und freut sich über den langsam abkühlenden Tag. Jetzt kühlt's der ein bisschen. Ich war vorne auf der Brücke, da war ein paar Regenschauer, aber ich bin so konzentriert, dass die geht schnell vorbei auch. Aber der kühlt ein bisschen und ich glaube, das ist, heute war extrem heiß draußen auf Deck auch. So ist gut so. Der zweite Offizier Christian Baumann erklärt währenddessen, was auf der Brücke täglich zu tun ist. Erste Lektion: Navigier- und Kartenkunde. Mit dabei Angie und Peter. Und die Polizeibeamtin entpuppt sich als Naturtalent. Perfekt, ich habe die Koordinaten jetzt hier eingetragen, einwandfrei. Ich glaube, ich kann morgen oben anfangen. Der theoretische Teil einer Kapitänsausbildung dauert 4 Jahre. Erst dann beginnt die Praxis. Ein Kapitän hat in der Kommandozentrale viel zu koordinieren.
viele Passagiere haben ja nicht so wirklich die Idee, was auf der Brücke passiert, weil heutzutage ja viel automatisiert ist. Und manche sind noch verwundert, dass wir wirklich noch mit Seekarten arbeiten und noch jede Stunde eine Position in die Karte machen. Und dann muss Julian noch mal ran. Ein letztes Mal für heute werden seine Stimmbänder strapaziert. Da gibt er noch mal alles. Und das Ende vom Auftritt ist der Anfang vom Schweigen. Und jetzt heißt es für mich wirklich Schweigefuchs und erholen bis zum Konzert, weil es natürlich als Sänger wirklich auch kein Spaß, wenn man sich durchquält durch so Nummern. Ne? Also auf der Bühne vergisst man alles, man lässt alles hinter sich, aber hinterher merkt man dann doch, wie es noch mal schlimmer wird. Und das soll natürlich nicht sein. Und damit wir beim Konzert fit sind, heißt es jetzt. Währenddessen macht das Rezeptionsteam Marian und Laura den Schlüsselcheck. Ein paar Karten können nicht eindeutig einer Kabine zugeordnet werden. Wenn sie nicht passen, werden sie aussortiert. So, voilà, unsere Kabine, 4230. Ich gebe dir mal die Schlüssel und du probierst jetzt einfach aus, welcher funktioniert. Welcher funktioniert und welcher nicht funktioniert. Der funktioniert schon mal nicht. Das ist dasselbe. Das ist auch dasselbe. Also ich habe jetzt keine Angst, dass irgendjemand drin ist, weil wir ja nachgeschaut haben, ob die Kabine besetzt ist. Und sie ist nicht besetzt. Und es funktioniert auch kein Schlüssel. Geht auch nicht. Der geht auch nicht? Mm-mm. Darf ich mal sehen? Ja. Gucken wir einfach mal. Der geht wirklich nicht. Okay. Brauchst du? Okay, zu wenig gekauft. Bisschen mehr Muckis. Ja. Gut, also, wir haben, wie du siehst, der Schlüssel, der nicht geht. Und den können wir ja wegschmeißen. Den können wir wegschmeißen. Und das sind die 4 Schlüssel fürs Inventar, die funktionieren. Die darfst du dann auch in die Liste eintragen. Und den schmeiße ich weg. Okay. Gut, dann gehen wir. Die Nacht legt sich über die Grand Lady. Doch für Katrin Wiedmann ist der Tag noch lange nicht vorbei. Sie muss in wenigen Minuten Julians große Show ersetzen. Ihre Nerven liegen blank. Ja, das Wichtigste, was ich jetzt für mich brauche, ist, dass ich einfach mit ganz viel Ruhe darauf gehe und mir einrede, dass ich jetzt einfach das auch für mich mache. Und weil ich die Lieder gerne mag, und das ist ja auch eigentlich so, aber trotzdem steht man natürlich unter einem Leistungsdruck und hat immer Angst, dass man es nicht gut genug macht. Die Atlantic Lounge füllt sich. Die Gäste sind gespannt, Katrin angespannt. Entertainment-Managerin und Kollegin Cori kommt gerade recht. Es geht so. Es tut mir leid. Ich wünsche dir trotzdem toi. Danke, danach geht's mir bestimmt gut. Du und weißt doch, wie Spaß, das immer vorher ist. Man möchte nach Hause, man denkt sich, warum. Mama! Warum mache ich das eigentlich? Ja. Warum tue ich mir das an? Und danach ist ja alles immer wieder gut. Ja. Ich kann immer nur wieder den Hut ziehen. Die hat so ein Riesenrepertoire und zaubert immer irgendwas aus dem Hut. Und echt klasse. Bin froh, dass sie da ist. Trotz 20 Jahre Bühnenerfahrung ist für Katrin jeder Auftritt wie der erste. Ich habe Angst, dass ich die Reihenfolge vergesse. Ich habe Angst, dass ich in den Zwischenmoderationen mich total verknote, irgendeinen Blödsinn erzähle. Keine große Show, aber mit einem kleinen Auftritt wollen die Praktikantinnen Laura und Isabel Geburtstagskind Steven aus der Kabine locken. Hallo. Hi, happy birthday. Dankeschön. Wir haben hier eine Kleinigkeit für dich. Ich hoffe, es gefällt dir und schmeckt dir. Auf jeden Fall. Dürfen wir noch kurz reinkommen? Nee, keine Brille. Ja, klar. Ja, wir haben dann noch was für dich. Oh la la. Und wie fühlst du dich so? Mit 21. Gut eigentlich. Nicht viel anders wie mit 20, aber. Geht. Perfekt. Nee, dass ich heute noch zum König gekrönt werde, habe ich nicht mitgerechnet. Das war, glaube ich, das letzte Mal im Kindergarten so, dass ich der König war. Und vielleicht werde ich auch noch hier dreimal in die Lüfte gehoben oder so. Für jede Stunde einmal. Denn in 3 Stunden ist Stevens Geburtstag vorbei. Bis dahin muss gefeiert werden. Auch Katrins großer Moment ist gekommen. Danke sehr.
Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen hier in der Atlantik-Sonos. Und jetzt, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen viel, viel Vergnügen mit der wunderbaren, einzigartigen Katrin Gleiss-Wiedmann. Come on, babe, why don't we paint the town? And all that jazz, stop the car, I know the wood be spoiled. Where the gin is cold and the piano's hard, it's just a noisy hall where there's a nightly roar. And all that jazz. In der Crewbar, Dosenbier statt Cocktailglas. Kurze Hosen statt Abendkleid. So geht Feiern auf Deck 1. Die drei Praktikanten sind zum ersten Mal von zu Hause weg. Das schweißt zusammen. Hast du heute mit deiner Familie schon telefoniert? Ja, heute Morgen habe ich mit denen telefoniert. Und? War ganz schön, die mal wieder zu hören. Ja, ich glaube. Prost auf dich. Sieht echt sussig aus. Und Geburtstagskind Steven steht eine dritte musikalische Überraschung bevor. Wenn wir ein Ständchen singen. Wer? Einer von denen wird schon machen. Leute, bitte. I love you. Thank you. Ja, doch, war ein tolles Erlebnis an Bord, Geburtstag zu feiern. Ich glaube, es wird auch ewig in Erinnerung bleiben. Und der Steven fasst der Isabel von hinten an die Schulter. Stimmungshits in der Crewbar. Musical-Klassiker in der Atlantik-Lounge. Vor allem ein Gast lauscht dankbar. Die Turboprobe hat sich gelohnt. Die Show kommt beim Publikum an. Katrin Wiedmann ist erleichtert, auch dass dieser Tag nun vorbei ist. Vielen Dank. Danke Ihnen. Schönen Abend noch. Super. Vielen Dank. Und Ehegatte und Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleiss ist stolz. Ich glaube, jetzt ist sie sehr, sehr glücklich. Der Abend ist gut gelaufen. Die Gäste haben es richtig angenommen, aufgestanden. Applaudiert. Was anders braucht ein Künstler als Applaus? Und einer ganz besonders. Die Heldin meines Abends. Hey. Vielen, vielen lieben Dank. Darfst du. Du darfst das, trotz Sonnenbrand. Vielen, vielen Dank, dass du so kurzfristig angesprungen bist. Ja, gerne. Hammerhart. Ich weiß jetzt wieder, warum ich Musical studieren wollte. Ja. Nach dem Abend. Schön, ja. So richtig, schön. Richtig gut. Ja, nein. Vielen lieben Dank, dass es... Hast schön, du ja, dass du da warst. Danke. Natürlich bin ich da. Herzlichen Dank. Trotzdem. Es war wunderbar. Es hat angefangen und dann war ich auf der Bühne und habe gar nicht mehr so einen Druck gespürt, dass ich das jetzt irgendwie ohne Fehler abliefern muss. Und ich glaube, in dem Moment, wo man das Gefühl hat, dann läuft es auch. Und die Leute waren so lieb und haben so viel geklatscht und sind aufgestanden am Ende der Show. Das hat man ganz, ganz selten und das rührt mich auch wahnsinnig und ich freue mich sehr. In der nächsten Folge. Pago Pago stellt Rugby-Trainerin Isabel vor ein Problem. Für das Rugby-Herz ist es nicht das Richtige eigentlich. Schlagerstar Julian David muss seine Stimme vor dem Auftritt schonen. Das Allerschwerste für mich ist es, einfach still zu sein. Und für die Passagiere Angie und Peter geht der Besuch in Samoa unter die Haut. Jetzt ist einfach nur mehr Verbundenheit.